So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Speedrunde. Heute spiele ich mit der Bulldog und versuche nicht einzuschlafen. Ich bin so todmüde, ne? Und wir haben es erst, weiß nicht, halb acht oder so, aber ich bin einfach so fucking todmüde. Ich bin gestern erst, oh Gott, das ist vorne. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt heute so ein Premium-Gameplay erwarten könnt, weil ich bin wirklich irgendwie am Ende. Ich weiß nicht, warum. Gestern, keine Ahnung, wann ich ins Bett gegangen bin, um 3 oder so, und dann bin ich um 6 schon wieder aufgewacht, beziehungsweise lag dann rum und ich weiß es nicht. Ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Also, ich versuche einfach meine Verbündeten zu retten. Zu retzen. Und hoffe ich knall hier noch irgendwas im halbwachen Zustand raus vom Gameplay her. Übrigens habe ich schon erwähnt, dass ich. Oh Gott, Leute. Ernsthaft? Ernsthaft? Okay, jetzt aber hier so. Einmal der oder einmal der, und jetzt kommen wir hier wieder rein. So. Da war was. Wollte ich eigentlich im letzten Video oder im vorletzten Video ansprechen. Was ich aber vergessen habe, weil ich irgendwas anderes angesprochen habe dann. So, du liegst da. Er will dich nicht holen. Er ist tot. Hä? Wurde er genetcodet oder was? Ich habe keinen Plan. Kennt ihr diese Gegner, die euch in der Runde irgendwie mehrmals killen? Kommt jetzt auf die Tickets an, aber vielleicht dann mehr Tickets so. 10-mal und bei 100 Tickets halt über so 5-mal oder so. Nur so Gegner im Gegnerteam, die euch einfach in der Runde die ganze Zeit töten. Und nicht, weil sie irgendwie gut sind, sondern weil sie einfach in dieser Runde das Glück des Todes haben. Sie haben einfach das Glück des Todes. Es hat nichts damit zu tun, wie gut oder schlecht der andere Spieler ist. Ich heb mir jetzt einfach hier mal Waffen auf. Es kann Level 130er sein, der einfach rumlackt. Oder es kann Level 12er sein, der einfach rumlackt. Ja, was haben wir denn jetzt? IK oder was? Das hört sich nach einer IK, ja. Also, das fühlt sich nach einer IK an. So. Ja, boah, mein Gott, ey, solche Leute hasse ich, ne? Ich wusste, dass er da ist. Ich habe ihn aber einfach nicht gesehen, weil meine Augen zu tot sind. Ach ja, Leute, ne? Das ist schon... Und vor allem, er ist da oben mit der PKP und seinem Zweibein. Er hat da ein Zweibein drauf auf der PKP, das ist so... Na komm, ich habe meine Bulldog wieder. Na, okay, mein Impact wird dich killen, du Zweibein-Typ. Das war ein Hittenmarker. So. Okay, auf jeden Fall diese Leute, die sind nicht gut. Die haben einfach in dieser Runde das Glück des Todes. Aber nur bei euch. Es kann der beste Spieler auf der Welt sein, aber es kann auch der größte Lowbop auf der Welt sein. Manchmal haben sie einfach das Lack des Todes auf euch und treffen euch halt immer in genau solchen Situationen an, wo ihr euch nicht wehren könnt. Aber halt auch nur dieser... Wieder tut das. Keine Ahnung. Zum Beispiel, ihr lauft die ganze Zeit rum, holt die ganze Zeit Gegner, habt eine 20er Killstreak und wartet schon ab, so von wegen, wann lade ich jetzt nach, und in dem Moment, wo ihr nachladet, ihr habt alles genau überprüft. In dem Moment, ich bin gerade so, sorry, aber in dem Moment, wo ihr nachladet, kommt dieser Spieler um die Ecke. Oder, keine Ahnung. Ihr kennt das alle. Ihr macht gerade so eine Handbewegung beim Video aufnehmen und in dem Moment kommt dieser Spieler. So, okay, jetzt schnell hier rein. Oder ihr spawnt und dieser Spieler steht zufällig hinter euch. Oder der Spieler spawnt einfach hinter euch. Andersrum. Ja, dich habe ich gesehen, mein Freund. So. Auf jeden Fall. Kennt ihr... Oh, fuck, ich habe keine Granate. Da bist du. Oh mein Gott. Ich dachte, der wäre da oben. Ist der nicht da oben? Doch, der ist da oben. Er ist ein Claymore Bob. Oh mein Gott, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut beschrieben habe. Wie gesagt, ich komme gerade echt nicht hinterher. Ein Sniper. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob ihr diese Leute auch kennt, weil mir ist es in letzter Zeit, vor allem mir fällt es halt immer extrem auf beim Videoschneiden. Ich habe keinen Sound mehr. Jetzt habe ich wieder Sound. Beim Videoschneiden, wenn ich mir die Gameplays halt nochmal angucke und so weiter, ne, dann sehe ich das ja alles nochmal. Viele gucken wahrscheinlich auch gar nicht auf die Namen von den Gegnern und denen fällt es gar nicht so krass auf. Aber mir fällt es extrem auf, weil ich mir halt die Videos auch immer wieder angucke. Was? Versucht er mich da gerade durch die Wand zu holen? Lustiger Typ. Lustiger Typ, okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo. Ich bin nur halt relativ ammolos gerade, deswegen renne ich da auch nicht hoch, weil ich halt jetzt noch hier so ein, zwei Gegner abwarte. So, jetzt habe ich nur noch zwei Schuss und jetzt habe ich nur noch die hier. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob euch das so krass auffällt. Aber ihr müsst eventuell einfach mal drauf achten. Es gibt immer, bei mir ist es so heftig,
Ob das da oben groß ist, ne? Und der zu Fuß rumläuft, er wird euch 10-mal killen. Er hat einfach das Lack des Todes. Ihr habt seit 20 Minuten nicht nachgeladen. Ihr ladet nach und dieser Gegner kommt um die Ecke und schießt einfach. Der kann das Aim des Grauens haben. Wirklich das schlechteste Aim auf der ganzen Welt kann der Typ haben. Und er wird euch holen. Er wird euch holen. Er wird einfach in diesem Moment um die Ecke kommen. Fuck, ich bin so tot. Ich bin so dumm. Wenn ihr gerade nachladet. Das ist echt ein bisschen doof, ne? Na, Medikit for you. Na, komm, Medikit. Ah, ich kann keins mehr werfen. Dann hier nochmal. Ah, ich hätte ihn noch wiederbeleben können. Damit hätte ich mich noch auf Platz 1 gerubbelt mit diesem Wiederbelebungsdings. Tut mir leid, dass ich heute so müde bin und hallo Aiming FTW. sorry für diese Müdigkeit. Morgen geht's wahrscheinlich wieder super weiter. Ich bin heute nicht so mega aufgedreht gewesen, beziehungsweise ja, ich werde jetzt bald schlafen gehen und damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder Mittag oder wann auch immer ihr dieses Video hier seht. Falls es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ich verabschiede mich und sage bis morgen, bis zum nächsten Video, Leute. Bis dann, ciao.